Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu Poly Bridge 2 mit dem Level, das ihr noch gar nicht gesehen habt, würde ich sagen. Warum wird hier angezeigt, dass das bricht? Das soll gar nicht gebrochen sein, weil ich habe hier drüben die ganzen Sachen nochmal mit Metall verstärkt. Und ich habe offiziell ein Ergebnis, in dem nichts gebrochen ist. Ja, hier bricht nichts. Doch, da bricht was. Aber hier steht maximale Belastung. Das heißt immer noch, dass es Mitbruch ist. Nein, nur ohne Schaden. Ich bin drin, alles gut. Nächstes Level, bevor ich da jetzt irgendwie noch einen Koller kriege. Lastereingang. Also, wir haben A, A, A. Also, Bötchen fährt. Laster fährt. Wir haben ein Flugzeug. Dann haben wir Hydraulik und dann fahren die beiden Cs. Okay. A muss einfach nur rüber. C muss einfach nur rüber. Wir haben unendlich viele Materialien. Das freut mich schon mal. Das gefällt mir nicht, dass hier der Abstand auf einmal so kurz ist. Deswegen passen wir das mal so ein bisschen an auf die Distanz. Wir machen es anders. Wie viele Meter sind das? 25 Meter. Und wir ziehen das hier rüber. Wir haben 25 Meter. 1,5 Meter geht auch nicht. Gibt gar keine von denen. Ja gut, dann lassen wir es halt so. Sieht zwar unglaublich doof aus, aber was soll man tun? So, Straßen haben wir. Problem ist, dass alles gleich fährt, gell? Ja. Also klappt das so schon mal nicht. Weil ich habe keine Hydraulikphase vor dem Ganzen, sondern die fahren alle gleich. Alle fahren gleich. Die fahren alle gleich. Alle fahren sie gleich. Gut, dann versuchen wir es mit zwei Bögen. Einmal hier. Wir gucken, ob wir das irgendwie festgebaut kriegen. Würde ich jetzt erstmal nicht vermuten, aber wir schauen mal. Weil es ist sowas wie Fortschritt. Ja, das Level kenne ich noch nicht. Und ich glaube und behaupte einfach mal, so schlimm wie das letzte Level kann es nicht werden. Dich kopieren wir, drehen und hauen dich... Nein, F ist richtig. Hier rein. Dann verbinden wir nämlich die beiden noch. Hier rüber. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass es jetzt gut genug ist, um hier ordentliche Dreiecke zu haben. Natürlich nicht. Wie mir dieses Level jetzt schon direkt Spaß macht. Alles ein bisschen niedriger. Hier passt es auch nicht hin. Okay, wir machen es anders. Das nochmal weg. Den hätte ich gerne wieder hier. Wir müssen einen kleineren Halbkreis drüber machen. Damit die Abstände nicht zu groß sind. Die sind hier schon blöd in der Mitte. Das sieht man doch schon. Weil sie halt quasi parallel zueinander sind. Ich muss mal an, wie blöd ist das denn hier? Außerdem weiß ich noch gar nicht, ob das Auto hier... Eigentlich müsste das Flugzeug deutlich schneller sein als der Wagen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ich glaube, dass das Stahl hier auch nicht unbedingt die beste Alternative ist. Rein gewichtstechnisch. Aber wir gucken mal. Erstmal nur schauen, kriegen wir denn den Wagen rüber?
Nein. Dann machen wir hier noch ein bisschen Kabelunterstützung. Nein. Wenn wir dich durch bessere Straßen ersetzen, hilft das was? Meine Vermutung ist eindeutig, aber wir lassen es trotzdem mal drauf ankommen. Okay. Alles weg. Neuanfang. Gedanklicher Neuanfang ist manchmal wichtig. Ganz kurz nochmal die Level-Info. Also alles von A gleichzeitig. Das heißt Schiff, Flugzeug, fliegen und fahren. Auto fährt. Wenn das hier drüben ist, kommt eine Hydraulikphase und dann sollen die Cs noch rüber. Das ist die Idee. Also muss ich vorher eine Straße haben, auf der diese 14 PG-Typi rüberkommt. Der fährt hier direkt durch. Und der rast auch. Also muss ich doch hier irgendwas Straßenartiges verändern. Geht doch gar nicht anders. Ich weiß nur nicht, was da dann hydraulisch noch irgendwie kommen soll. Wenn ich ehrlich bin. So, wir lassen dich mal bis hierhin fahren. Machen wir bis hierhin. Ich kann hier ein bisschen auf dem Stein bauen im Notfall. Jetzt geben wir dir hier noch einen kleinen Bogen. Wobei klein schon wieder relativ ist. Das wirst du halt nicht schaffen. Das ist zu steil. Also bringen wir den von hier nach da. Sodass wir gerade anfangen, aber dann hier rüber einen Bogen bauen. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus hier. Jawohl. Das sieht da ganz gut aus hier, dieser harte Knick. Der ist nicht schön, den werden wir ein bisschen abflachen, damit er schön durchfahren kann. Als nächstes kriegst du hier ein benötigtes Feld, auf dem du stehen kannst. Das geben wir dir wahrscheinlich hier über Holz, würde ich sagen. Den kleinen Träger. Nehmen wir den hier raus, damit wir ihn perfekt auflegen können. Damit haben wir nämlich hier eine tragende Säule eingebaut. Die wir auch durch Holz machen oder mit Holz machen könnten. Sparen wir uns nämlich das Geld. Bisschen niedriger. So. Und wir geben dir hier noch ein Dreieck bis hierhin. So. Das sollte hier jetzt mal ein bisschen helfen. Hier drüben am Anfang sollten noch normale Dreiecke eigentlich ihre Pflicht erledigen. Hoffe ich. Wichtig wird es jetzt sein, diesen Bogen abzubauen. Ich glaube, wir sollten hier auch etwas flacher starten. Damit wir es ihm nicht ganz so schwer machen, gefühlt. So. Wir haben hier ein bisschen Stabilisierung reingebracht. Jetzt geht es hier natürlich weiter mit Holzdreiecken. Bin mir noch nicht sicher, was die Hydraulik machen soll. Bisschen nach da gehen. Hier wird festgemacht. So, dasselbe machen wir hier drüben auch. Aber diese kleine Zwischenstraße gefällt mir. Weil dadurch dürften hier die Verbindungen möglich sein. Sehr gut. Das hält jetzt also in der ersten Idee. Ich denke, wir brauchen hier noch eine Stabilisierung. Die versuchen wir mal über ein Kabel zu gewährleisten.
Gucken wir mal, wie schnell das hier einbricht. Es sieht schon mal ein bisschen besser aus. Zumindest der rechte Teil sieht stabil aus. Upsala. Der rechte Teil sieht stabil aus. Die Frage ist, schafft er es hier hoch? Und hält das hier aus? Es sieht nicht so aus. Wir sehen jetzt schon hier 80er Belastung, 90er Belastung. Das bricht ein. Gut. Stärkere Straße wird verlangt. Die kriegst du am Anfang. Eventuell auch hier oben. Am höchsten Punkt. Deutlich bessere Werte. Ja, er braucht hier rechts noch ein bisschen Unterstützung, oder? Ne, die Straße ist es, die gerissen ist. Ist kein Problem. Geben wir dir ein bisschen Stahl zur Unterstützung. Und wir könnten noch ein bisschen Druck wegnehmen, wenn wir hier noch ein Kabel einsetzen. Aber das ist halt schon teuer. Wir haben jetzt schon 60% des Budgets verbraucht. Und es ändert nichts. Also lassen wir das weg. Ist die wichtig? In der Theorie. Wir müssen die Straßen hier noch ein bisschen aufbessern. Aber es sieht schon mal ein bisschen besser aus. Schade, dann kriegst du die auch noch aufgebessert. Ich habe gehofft, es würde hier hinten ohne gehen. Hälfte des Geldes ist weg. Da gibst du auf einmal auf. Ehrlich. Da hinten gibst du auf einmal auf. Wir könnten vielleicht sogar so machen und das hier noch rausnehmen. Nein, rausnehmen kann ich das nicht. Das wäre Unsinn. Ist das vielleicht ein bisschen besser jetzt mit dem Stahl? Ja. So, und dann kommen die. Und eine theoretische Hydraulikphase. Die Frage ist, was soll ich da hydrauliktechnisch machen? Das hier hochfahren lassen, damit die hier rumfahren und hier drüben hochfahren lassen? Oder runterfahren lassen, genauer gesagt. Ich müsste hier ja theoretisch oben anfangen. Wir brauchen wahrscheinlich eine Strecke von 9 Metern. Also könnten wir die hier einmal einfach nur gerade durchziehen. 0 Grad gestiegen. 2, 4, 6, 8, 79. So, jetzt ziehen wir die hier ganz leicht ein bisschen nach innen, damit die gleich lang sind. Oder relativ gleich lang. Stabilisieren tun wir das Ganze wieder mit Holzdreiecken, die jedoch komplett per Hand gemacht werden müssen. Wodurch sie nicht sehr sauber aussehen. Aber sonst haut das eh nicht hin. So, du mittiger. Du ein bisschen runter und du auch. Jetzt brauchen wir theoretisch hier noch eine Hydraulik, die aber weiter unten hängt, weil sie ja höher oder in größere Distanz einziehen muss als hier dieses hier. Und er kann maximal 2 Meter einziehen. Das heißt, wenn der komplett einfährt, müssten wir gleichzeitig hier noch eine Hydraulik nehmen, die ebenfalls leicht ausfährt, glaube ich. Wenn wir sie leicht ausfahren lassen, das Ganze geht runter, bis etwa hierhin. Und das hinten muss leicht ausgefahren werden, damit dann der Wagen die Chance hat, drauf zu kommen. Theorie. Okay. Wir lassen das mal so laufen. Okay, das bricht schon direkt. Das war nicht geplant. Entschuldigung. Einmal rausgetappt aus Versehen. Oh, bessere Straße kriegst du. Zieh mich hier einmal durch. Gut, du kriegst auch eine bessere Stabilisierung. Bitteschön. Ah, okay. Ich habe den Fehler entdeckt. Er berührt sie. Ist aber nicht, ist gar nicht so schlimm. Wir können ihn jetzt schon ein bisschen anbiegen. Dadurch gewinnen wir noch ein paar Meter.
Wenn wir sie höher machen, kann er sie weiter einziehen. Und wenn wir ihn jetzt schon leicht anbiegen, dann sollte das hinhauen. So. Blicke drüben auf die Hydraulikgeschichte. Ausfahren sieht gut aus. Von der Idee her. Optimal, wenn er hier reinpassen würde. Ich denke, das klappt. Ah, es wird ein bisschen zu hart sein. Leicht einziehen noch. Okay. Das hier muss ein Stück weiter nach oben gehen. Hier müssen wir Split-Joint. Das muss fest bleiben. Ich hoffe, dass das genau reinpasst. Und dadurch, dass wir jetzt die Sache ausgelöst haben, dass er eben da dran gestoßen ist, sollte das hinhauen. Jetzt sind wir da drüben dran. Machen wir das Ähnliche? Machen die ihm hier einfach noch eine Sache, die runterführt oder hier drauf führt? Mit Hilfe der Hydraulik? Indem wir das hier kopieren, drehen, da ansetzen. Natürlich muss die Straße hier höher sein. Wir müssen noch ein bisschen Geld einsparen. Das kriegen wir aber hin. Gerade wenn wir hier hinten vielleicht so ein bisschen Stahl durch Holz ersetzen. Das hier noch ein bisschen einziehen. $1. Zack. Ich glaube, dass sie hier noch ein bisschen höher sein muss. Sodele. Vielleicht ein bisschen weniger ausfahren. Und wir gucken mal, wie das jetzt hier hinhaut. Es wird wahrscheinlich nicht ganz so gut passen, weil das einfach schwerer ist. Und hier natürlich eine extreme Last drauf ist. Das haut von der Höhe her perfekt hin. Und jetzt gucken wir uns das mal langsam an. Ich habe ihn unten an der Straße festgemacht, dadurch zieht er weit genug ein. Optimal, wenn er jetzt hier stoppen würde. Bisschen zu weit wieder, okay. Hier drüben ist auch noch ein bisschen zu weit. Wir gucken mal, wie schön es einschützt, wenn er hier mit voller Karacho runterrast und hier auf diesen Punkt trifft. Aber ich denke, das sieht gar nicht so blöd aus. Die Idee könnte hinhauen. Das ist Feintuning. Das mag die Straße nicht. Also das hier höher, damit der Abstand ein bisschen, oder der Weg ein bisschen smoother ist. Eventuell sogar auf das Ausfahren komplett verzichten. Weil er stößt natürlich jetzt hier gegen mit seinem Teil. Obwohl, das hebt ihn hoch. Ach, schade. Ärgerlich. Wir lassen das mal weg. Lassen das hier tatsächlich mal auf Holz. Hier ein bisschen weniger ausfahren noch. Ich glaube, wir müssen es nochmal so laufen lassen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, wie lange es denn mit der Zeit aussieht. Ja, wir können noch einen Testlauf können wir noch machen. Einmal schnell rüberfahren. Und dann langsam die beiden Hydrauliken angucken. Geht zu weit runter, okay. Hier drüben sieht es ein bisschen besser aus. Das muss noch ein bisschen eingepasst werden. Eventuell bräuchte ich mir hier noch Stabilisierung. Ja, den nicht so weit einfahren lassen. Und das bricht dann ein. Wenig einfahren lassen. 40% vielleicht. Dadurch gewinnen wir hier. Stahl dürften wir leisten können. Nächster Versuch. Den geben wir uns noch. Und danach gucken wir mal. Das ist der letzte Versuch in der Folge. Ich habe... Moment. Ganz kurz hier drüben noch... Ticken weniger.
kommen. 4 vielleicht. Perfekt. Schauen wir mal, wie wir nämlich einklinken können. Was Stabilität bringen würde. Ah, da ist jetzt zu viel Luft drin, ne? Die Luft hier gefällt mir nicht. Weil er quasi auf nichts hält, außer hier auf dieser Hydraulik und damit auf der Brücke drauf. Oder? Vielleicht hilft tatsächlich jetzt wieder hier seine... wegen das aufzuheben. Kein zu rapider Sturz. Das ist knapp. Erstes Teil kriegen wir rüber. Der Kavenzmann macht mir Sorge, ja. Okay. Aber wir kommen schon relativ weit. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht. Denn ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffentlich bis zur nächsten Episode. Poly Bridge 2. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.